Hey Leute und herzlich willkommen in Hogwarts Legacy. Wir haben uns hier unten gerade eingesperrt, jetzt in der letzten Folge. Und ich bin verwundert, dass hier so wenig, eigentlich gar keine Gegner sind. Waren wir hier schon mal drin? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Das sieht aber eher nach einer Rüstung aus. Oder? Aber die Musik ähnelt einem Kampf. Vielleicht bin ich einfach vom Gegner vorbeispaziert. Das könnte durchaus mal passiert sein. Und es zwischenspeichert hier immer wieder. Hallo? Ist hier irgendwer? Gegner! Nee, ist keiner. Seltsam. Bill. Ich bin hier. Naja. Wenn ihr keiner damit bekämpfen will. Vielleicht ist er einfach schon abgehauen. Der Troll oder was hier drin sein könnte. Das ist irgendwie eine ganz komische Musik gerade. Und hier oben kann ich noch mal drüber schauen. Da ist aber nichts. Ah nee, das ist was anderes. Das ist ein anderer Raum. Das ist alles so verzwickt. Das war doch gerade ein Schwert. Das war doch gerade ein Sound von einem Schwert. Hallo? Ist hier irgendwer? Das wundert mich jetzt, dass hier gar keine Gegner sind. Aber gar keine. Warte mal. Bombada! Ups. Falscher Zauberspruch, aber hat auch gewirkt. Hier ist einfach nichts. Gar nichts. Schade. Naja, egal. Hat wenigstens ein bisschen Spannung gehalten, ne? Hier können wir wieder Tiere retten. Knuddelpuff. Und zum. Ich pass auf dich auf. Und hallo. Steck nicht wegrennen. Renn doch nicht weg von mir. Ich will euch doch noch retten. Und? Zip. Boah, Knuddelmuffs sind so goldige Tiere. Ich tu dir ja nichts. Aber sicher, Revelio. Ah, da laufen sie noch rum. Hallo? Levioso. Danke sehr. Ich hoffe, wenn wir zu viele haben, dass wir noch einen Raum kriegen. Und jetzt sind sie alle wieder offen. Ich spiele mit uns Verstecke. Und zack. Die bringen aber auch sehr viel XP, die Tiere, ne? Jetzt ist alles gut. Das kann uns sehr gut. Vor allem, wenn wir Einhörner wahrscheinlich aufsammeln. Das sollten wir uns mal genau informieren. Bei Tierenwesen retten. Das hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Wo sind hier alles? Hier sind Tierwesen. Was sind das für welche? Knuddelmuff. Und das hier sind... Niffler. Wir haben doch auch irgendwo einen Kalb. Und doch auch irgendwo Einhörner gesehen. Röte. Testrale. Oh, Testrale mache ich nicht mehr. Mondkalb. Hippogreif. Da will ich hin.
Was ist da? Okay, wir müssen zu Hippogreif. Oh Gott. Ein Hippogreif, das wird anstrengend. Wollen weitere Hippogreife noch anderen Farben vielleicht sogar? Ich weiß zwar nicht, ob man die dann auch als Reittier auswählen kann, die man gefangen hat. Hört sich aber grundsätzlich nicht schlecht an. Aber Hippogreife lassen sich sehr, sehr schnell. Nichts als irgendwelche Wilderer. So, da vorne war es irgendwo. Wir müssen jetzt einfach jetzt schon landen. Und müssen jetzt schon uns tarnen. Vielleicht doch noch nicht, weil da ist noch ein riesiger Berg dazwischen. Hippogreifer können halt auch einfach wegfliegen, ne? Hier ist eine der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Ja, das interessiert mich gerade weniger. Aber danke für den Hinweis. Da vorne. Das sind zwei. Der dunkle da, der interessiert mich sehr. Komm schon, ich will dir helfen. Nein! Oh. Wo ist er hin? Yes! Ich passe auf dich. Sehr gut. Er hat sogar mal einen Braun. Der bringt aber auch gleich viel XP. Okay, gut zu wissen. Der Weiße ist jetzt leider weg, aber weil die wahrscheinlich ein paar sind. Und der natürlich auch gerettet werden muss. Oh, da vorne ist er. So, so, so. Kein Grund zur Aufregung. Ich tue dir nichts. Nein! Oh. Shit. Naja, die kommen wahrscheinlich. Der kommt wieder zu seinem Bau zurück. Aber die haben richtig geile Farben. Die gefallen mir richtig. Incendio. Oh, das war der falsche. Sorry. Levioso. So. Oh, was für schöne Farben du hast. Yes. Revelio. Und ein weiteres. Süßes Paar von Tieren gerettet. Sogar Hippogreife. Und dort vorne sind Jäger. Also war das doch schon ganz gut, dass wir gerade in der Nähe waren, ne? Beziehungsweise eigentlich sogar gezielt dahin. So, jetzt müssen wir auf Nacht schalten. Vielleicht sind auch wieder neue dort. Aber ich glaube, das gibt meine neue XP-Form. Tiere retten tue ich eh sowieso gerne. Und wenn es dann noch so viel XP bringt. Das wird zuvor nie aufgefallen, dass es so viel XP bringt. Ja. Yes! Drache! Genau mein Fachgebiet. 80 bringt es. Oh, okay. Lumos. Ja, genau, Lumos. So fällt es auch gar nicht auf, ne? Ich gucke noch mal kurz, ob da neue gekommen sind. In der Zwischenzeit, wo wir gewartet haben, dass Nacht wird. Die haben eine alte Mauer verwendet. Alter, guck mal, wie viele Gegner da vorne sind. Ein bisschen auf jeden Fall auf. Revelio. Nee. Haben wir alle gerettet von dem Bau. Wie man dir
Was habt ihr denn da schon wieder? Käfige. Da war es doch gut, dass wir sie gerettet haben. Direkt neben dem Bau. Offenbar haben wir ein. Hallo! Guten Tag! Und all der Mucki! Ach, du bist der Letzte? Was war das eben? Du bist der Letzte? Okay. Wenn du dich entschuldigst, verschone ich dich. Nein? Dann wünsche ich dir viel Vergnügen. So. Ein Drachenkopf? Ein Drachenkopf? Die besten Kreaturen, die es jemals gegeben hat und gibt. Ein Drachenkopf. Oh, die machen mich wütend, aber wir müssen leider ruhig bleiben. Es bringt nichts, sich da aufzuregen. Ich würde es richtig gern machen, aber wir haben wahrscheinlich keine mehr. So, wir tun jetzt aber erstmal unsere kleinen, süßen zwei neuen Freunde nach Hause bringen. Ich will nur mal ganz kurz gucken, wie viel man für so ein Tier bekommt. Auch wenn das unter allen ist, aber ich finde es okay, wenn man nicht die Zeit hat, sich um Tiere zu kümmern, sie herzugeben. Das finde ich okay. Weil das sollte man wirklich gucken, wo. Und ich denke nämlich auch, dass die hier auch eine Wilderin ist, beziehungsweise die Tiere jetzt nicht gerade. Vielleicht kann ich mich aber auch täuschen. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Neue Lieferung Krötenhaut. Hört sich aber auch schon wieder blöd an. Aber den Tieren geht es hier eigentlich recht in Ordnung. Vielleicht habe ich doch ein bisschen falsch über sie gedacht. Naja. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? 120. Okay, die will. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind. Niemals im Leben gebe ich dir meine kleinen, süßen, gerettete Tiere. Nämlich irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie die Tiere nur aussetzt. So, ist meine Meinung. Meine Meinung, was ich zu der denke. So. Guten Tag. Ich kann ja keine aufnehmen, ne? So. Wo ist denn mein kleiner, süßer Haushelf? Beziehungsweise der, der mir hilft. So, wer war noch mal hier alles? Na, hier waren die das alle. Ja. Und. Oh, wie süß du kleiner, süßer Fratz bist. Süß, kleines. Süß, süß, süß. Das Strahle können wir auch mal wieder ein bisschen erweitern. Sehr gut. Dann können wir mal gucken. Wo ich jetzt nochmal. Ja, hier am Strand war's. Hallo, Kleines. Da ist ja gar keiner. Wo seid ihr? Hallo. Ah, da seid ihr. Wolkenschwinge. Oh. Hier lebt ihr doch viel besser wie im Käfig, gell? Mit deinem kleinen, süßen Jungen. Galico. Mein Liebling. Der ist wirklich mein Liebling. Ich habe zwei neue Freunde für euch. Dafür müssen wir jetzt leider dich hier einfangen. Weil ich hätte es nämlich gerne alles geordnet. Du kommst in ein anderes Gehege. Hey, Kleiner. Du kommst gleich in ein anderes Gehege. Alles gut.
So. Das glaubt Professor Howen nie. Dann zack. So, zwei neue Hippogriffe. Oh, seht ihr schön aus. Boah, seid ihr schön. Oh, guck mal. Das hier sind die zwei neuen Leute. Oh, seid ihr schön. Du mit den Streifen. Boah, ich krieg Tränen in den Augen. Ich krieg Tränen in die Augen. Ich glaube, das ist doch mein neuer Liebling. Ich krieg Tränen in die Augen. Es ist so schön. Okay. Ich bin mir sowas einfach zu emotional. Aber ich kann weiterhin nur Wolken schwingen. Calico oder Sepolicia reiten. Ist ja auch vollkommen okay. Na, Kleine. Ihr habt ein besseres Leben. Wie ein Leben im Lager von Jägern. Gell? Ja. Wo sie sich hinlegen, glücklich sind. Das ist es doch alles wert, was wir hier tun. So, jetzt gucken wir mal ganz schnell, dass die Gehege voll sind. Es war nicht mehr alles sortiert, aber... Immer die gleiche Art an Tieren im Gehege zu haben, ist schwieriger, wie ich anfangs dachte. Jetzt haben wir die mal eine ganze Folge sortiert und ich bringe hier wieder alles durcheinander. Ja, hier ist ja alles schon voll mit drei Einhörnern. Einhörner sind wirklich sehr wichtig, dass sie weiterhin bestehen bleiben. So, wir haben aber noch zwei weitere Gehege. Ich glaube, das erweitert sich leider nicht mehr. Oder? Mein Raum der Wünsche tut dir eigentlich die Wünsche. Nee. Dann haben wir noch eins und das ist die Berglandschaft. Und die müsste hier sein. Nee, oder? Ist das Berg? Ah, doch, ist es. So, hier haben wir nämlich, glaube ich, noch ein bisschen. Nee, haben wir auch keinen Platz mehr. Was machen wir dann mit dem Rest? Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt wirklich, wirklich blöd. Okay, Leute. Ich würde eigentlich sagen, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Von heute.